Hallo und willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo. Hier zeige ich dir, wie die Adjektive der dritten Deklination gebildet werden. Und zwar die zweiendigen und die dreiendigen. Schauen wir uns zunächst an, was das überhaupt bedeutet. Dazu lateinische Beispiele. Markus Keller. Der schnelle Markus. Keller als Adjektiv schnell ist hier natürlich Nominativ Singular Maskulinum, da es zu Markus gehört. Claudia Kelleris. Die schnelle Claudia. Kelleris muss also Nominativ Singular Femininum sein. Und Monstrum Kellere. Das schnelle Ungeheuer. Kellere ist also die Neutrumform im Nominativ. Es gibt also drei verschiedene Endungen. Darum nennen wir die Adjektive dreiendig. Ein weiteres Beispiel, Marcus Fortis, der kräftige Marcus, Fortis, Nominativ Singular Maskulinum. Claudia Fortis, die kräftige Claudia, sieht ganz genauso aus wie eben, ist aber Femininum. Monstrum Forte, das kräftige Ungeheuer. Hier unterscheidet sich die Form von den vorherigen. Da Forte zu Monstrum gehört, ist es Nominativ Singular Neutrum. Wenn wir die drei Formen miteinander vergleichen, fällt uns auf, es gibt im Nominativ zwei Endungen. Darum heißen sie zweiendige Adjektive. Widmen wir uns zunächst den dreiendigen Adjektiven. Folgendermaßen werden sie dekliniert. Im Nominativ haben wir die drei genannten Formen Keller, Kelleris, Kellere. Im Genitiv und Dativ haben wir für alle drei Geschlechter jeweils nur eine Form, im Genitiv Kelleris und im Dativ Kelleri. Im Akkusativ gibt es zwei verschiedene Formen, im Maskulinum und Femininum Kellerem und im Neutrum Kellere, da im Neutrum Nominativ und Akkusativ ja immer gleich sind. Der Ablativ endet auf I, Kelleri, wie im Dativ. Im Plural haben wir im Nominativ wieder zwei verschiedene Formen, im Maskulinum und Femininum Kelleres, im Neutrum Kelleria. Genitiv Plural endet auf Ium, Kellerium, Dativ Plural Kelleribus, im Akkusativ Plural wieder zwei Formen, die genauso wie im Nominativ gebildet werden, Kelleres und Kelleria, und der Ablativ wieder Kelleribus. Folgendes müssen wir noch einmal genau betrachten. Im Nominativ Singular gibt es für jedes Genus eine eigene Form. Genitiv, Dativ und Ablativ sind für alle Geschlechter gleich. Nominativ und Akkusativ müssen wir genauer beachten und da vor allem Nominativ und Akkusativ Neutrum das eigene Form bildet. Und im Unterschied zu den Substantivformen der dritten Deklination endet der Ablativ Singular auf I, nicht auf E. Nominativ und Akkusativ Plural Neutrum auf ia, nicht auf a, und Genitiv Plural auf ium, nicht auf um, wobei es da ja auch einige Wörter gibt, die auf ium enden. Bei den Adjektiven ist ium allerdings die Regel und nicht die Ausnahme. Halte das Video an, um die Regeln abzuschreiben und in dein Heft zu übertragen, oder lade dir die Datei von meiner Homepage herunter. Die ist in der Beschreibung verlinkt bzw. unter diesem Video. Kommen wir jetzt zu den zweiendigen Adjektiven. Die Deklination der zweiendigen Adjektive funktioniert fast ganz genauso wie die der dreiendigen. Einziger Unterschied ist Nominativ Singular, wo Maskulinum und Femininum die gleiche Form bilden. Der Rest ist komplett gleich mit den dreiendigen Adjektiven. Noch einmal im Detail, nur im Nominativ und Akkusativ gibt es verschiedene Formen für die Genera und erneut die Unterschiede im Vergleich zu den Substantivformen der dritten Deklination im Ablativ Singular, Nominativ und Akkusativ Plural Neutrum und im Genitiv Plural. Auch diese Tabelle inklusive der Regeln kannst du abschreiben oder herunterladen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie lernen wir diese Adjektive als Vokabeln? Bei den dreiendigen Adjektiven müssen alle drei Endungen genannt und somit auch gelernt werden. Bei unserem Beispiel wäre das so,
Keller ist die angegebene Bedeutung. Die Ergänzungen, die du hinzufügen musst, wären Kelleres und Kellere. Und natürlich die Bedeutung schnell. Bei den zweiendigen Adjektiven müssen natürlich nur zwei Endungen gelernt und somit genannt werden. Zum Beispiel fortis, da reicht einfach die Neutrumendung anzugeben, e heißt kräftig. Klicke auf Pause, um deine Aufzeichnung zu ergänzen. Und, alles klar soweit? Ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss einfach die Form einmal wirklich auswendig lernen. Man kann sich an der dritten Deklination der Substantive orientieren, muss aber die drei Ausnahmen beachten im Ablativ Singular, im Nominativ und Akkusativ Plural Neutrum und im Genitiv Plural. Sollte das alles zu schnell gegangen sein, schau dir das Video noch einmal an, guck dir die Aufzeichnung an und wenn dann immer noch etwas nicht ganz klar ist, stelle doch deine Frage in den Kommentaren oder frage in der nächsten Lateinstunde deine Lehrkraft. Natürlich freue ich mich auch über Feedback, ob dir dieses Video weitergeholfen hat. Es gibt übrigens auch noch einendige Adjektive der dritten Deklination, die habe ich aber in einem anderen Video erklärt, das du verlinkt findest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.